Ja, ganz herzlichen Dank für die sehr nette Vorstellung und ja, ich kann mir Kooperation auch sehr gut vorstellen. Ich hoffe, wir bleiben im Gespräch. Ja, das Thema tatsächlich, das ist das dicke Werk. So sieht es ganz harmlos aus, aber es sind tatsächlich 1000 Seiten geworden, weil der Verlag nicht 1945 enden wollte, sondern aus Verkaufsgründen halt bis heute ran wollte. Und dann habe ich halt noch 300 Seiten dazu geschrieben zur Habilitationsschrift. Wie gesagt, ich beschäftige mich heute auf Wunsch mit der Zeit des Kaiserreichs, gehe noch ganz kurz in die Weimarer Republik, aber da ende ich. Aber wenn Fragen sind zu heute oder sowas, dann stehe ich dafür natürlich zur Verfügung und kann dazu auch was sagen. Ja, was will ich Ihnen heute kurz vorstellen? Wie gesagt, der Schwerpunkt liegt auf Steuern im Kaiserreich. Ich beginne aber, um das einordnen zu können, schon deutlich vorher. Und erzähle Ihnen kurz, wie haben sich die Steuern eigentlich bis dahin entwickelt? Was waren das eigentlich für Instrumente? Weil man dann so ein bisschen versteht, wie die Traditionen sind und was auch die wesentlichen Veränderungen sind. Danach nur noch ein kurzer Ausblick auf die große Erzberger Reform dann nach dem Ersten Weltkrieg. Aber der Schwerpunkt ist ganz eindeutig heute das Kaiserreich. Ich hatte mich mit der Frage schon länger beschäftigt. Also ich bin seit 2008, 2009 an dem Thema Steuerpolitik dran. Dann kam das Buch von Thomas Piketty, Ein Welterfolg, das Kapital im 21. Jahrhundert. Und da geht es ja um vor allen Dingen Ungleichheitsforschung, aber um die machen zu können, brauchte er Steuerdaten. Also die gesamte Studie von Piketty beruht eigentlich auf Steuerdaten. Also ohne Einkommensteuer- und Vermögensteuerdaten wäre die so eigentlich gar nicht möglich gewesen. Und Piketty selbst untersucht Steuerpolitik darin eigentlich wenig, aber im Schluss hat er halt so ein paar Ausblicke und das lese ich Ihnen vielleicht vor, weil das auch meiner Einschätzung der Steuer durchaus ja, entgegenkommt, würde ich sagen. Also ich zitiere ihn mal: Die Frage nach der Steuer ist nicht bloß eine technische, sondern eine eminent philosophische und politische Frage, vielleicht die wichtigste politische Frage überhaupt. Ohne Steuern kann es keine gemeinsame Zukunft und keine Möglichkeit kollektiven Handelns geben. Meine These wäre auch, Steuern sind für die Demokratie und gemeinsames, kollektives, demokratisches Handeln von eminenter Wichtigkeit. Also das ist sozusagen auch meine Frage, mit der ich da so ein bisschen rangegangen sind, als Hintergrund. Um Steuerpolitik zu verstehen, sind ein paar Begrifflichkeiten wichtig. Das ist zum einen ist der Unterschied zwischen progressiven, proportionalen und regressiven Steuern. Also eine proportionale Steuer ist eine, bei der alle den gleichen Steuersatz zahlen. Also egal, ob sie arm oder reich sind, sie zahlen beispielsweise jetzt im Kaiserreich dann eher 5% Steuern oder noch weniger. Eine progressive Steuer ist eine, in der jemand, der viel Geld hat, mehr Steuern zahlt als jemand, der arm ist. Also das, was wir als moderne Einkommensteuer jetzt haben, wo halt der Spitzensatz deutlich höher ist als der Eingangssteuersatz. Das ist eine progressive Steuer. Und eine regressive Steuer ist eine, bei dem jemand, der wenig Geld hat, mehr Steuern zahlt als jemand, der viel Geld hat. Diese drei Unterscheidungen und die andere Unterscheidung ist halt die Unterscheidung zwischen direkten und indirekten Steuern. Also direkte Steuern sind welche, die ich selbst eigentlich zahle für das, was ich getan habe. Das sind beispielsweise die Einkommensteuer oder aber auch die Erbschaftssteuer oder bei Unternehmen die Körperschaftssteuer. Das sind direkte Steuern, die man direkt für das, was man tut, bezahlt oder in das, was man besitzt. Diese Steuern sind in der Regel progressiv oder proportional. Also das heißt, sie sind entweder ungefähr gleich im Steuersatz oder sie haben inzwischen eine progressive Wirkung. Auf der anderen Seite sind indirekte Steuern, das sind diejenigen, die sie nicht selbst zahlen, sondern die halt über ein bestimmtes System abgeführt werden. Also wo jetzt die Produzenten die Steuern zahlen, obwohl das ja eigentlich, ja. Also die wichtigste Steuer heute sind also Mehrwert- und Umsatzsteuern. Vorher halt klassische Steuern, also die anderen sind Tabaksteuern, Alkoholsteuern. Das sind alles indirekte Steuern, die halt auf den Konsum sind. Und in der Tendenz sind diese regressiv in ihrer Wirkung. Sie sind erstmal so, dass sie natürlich alle den gleichen Steuersatz zahlen. Also Mehrwertsteuer zahlen wir alle die gleiche. Aber sie sind in ihrer Umverteilungswirkung regressiv. Und das liegt daran, dass arme Menschen einen größeren Teil ihres Geldes verkonsumieren, während reichere Menschen einen Teil in Aktien anlegen oder auf ihrem Bankkonto tun. Das können arme Menschen selten tun. Und deswegen sind,
Steuern auf Lebensmittel eigentlich fast alle regressiv. Also eine indirekte Steuer, die progressiv oder proportional ist, kann halt nur extremen Reichtum beispielsweise besteuern. Also wenn Sie eine Steuer auf Porsches erheben oder Maserati, dann wäre das eine der wenigen indirekten Steuern, die dann vielleicht eine progressive Wirkung hätte. Aber das geht halt wirklich nur mit absoluten Luxuswaren und die bringen dann nicht viel Geld ein. Deswegen gibt es solche Steuern eigentlich in der Tendenz nicht. Also das vielleicht als Grundverständnis, das durchzieht die Steuerpolitik jetzt auch schon, wo wir anfangen. Steuern, wie kommen sie auf? Was macht man mit diesen Steuern? Wenn wir ins Mittelalter schauen, dann sind Steuern fast ausschließlich dafür da, Kriege zu finanzieren. Die Fürsten und diejenigen, die den Staat quasi verwalten, machen ihr Haupteinkommen mit ihrem Besitz, also mit ihren Gütern, die bewirtschaftet werden, und daraus haben sie ihr persönliches Vermögen und damit lenken sie eigentlich. Und nur wenn es zum Kriegsfall kommt, der ist halt so teuer, dass das nicht daraus bezahlt werden kann, dann werden Steuern erhoben. Und wenn der Krieg vorbei ist, dann ist auch wieder Schluss mit diesen Steuern. Das verändert sich jetzt in der frühen Neuzeit, vor allen Dingen dadurch, dass die großen Fürsten, also die Könige oder Kaiser, zunehmend die Macht bei sich vereinigen können und der Adel zunehmend an Macht gegenüber diesen Großfürsten verliert. Und dadurch gelingt es ihnen halt, dauerhafte Steuern zu erheben und darüber dann letztendlich auch beispielsweise ein stehendes Heer zu finanzieren, was natürlich erhebliche Kosten hat und da eine Veränderung herbringt. Das ist aber, also deswegen spricht man von einem fiskal-militärischen Staat. Im 15., 16. oder 17. Jahrhundert sprechen wir von einem fiskal-militärischen Staat. Die Hauptfunktion des Staates ist, Steuern einnehmen und damit Kriege und ein dauerhaftes Heer zu finanzieren. Auch weil das Kriegsgerät immer teurer wird. Das Steuersystem, was das finanziert, ist zu dem Zeitpunkt höchst ungleich. Das liegt darin, dass die wohlhabendsten Menschen des Systems eigentlich weitgehend ausgeschlossen sind. Adel und Klerus zahlen entweder keine Steuern oder einen deutlich geringeren Anteil. Und der Hauptteil der Steuern sind halt indirekte Steuern, insbesondere auf Lebensmittel, die sozusagen diese Systeme finanzieren. Deswegen sind die Systeme der frühen Neuzeit bis ins 18. Jahrhundert extrem ungleiche Systeme. Guido Alfani, dessen Buch Sie hier sehen, ist ein italienischer Wirtschaftswissenschaftler, hat das versucht, am italienischen Städtesystem dann sehr genau auszurechnen. Und seine These ist, dass eigentlich die Steuersysteme im Wesentlichen dazu beitragen, dass die Ungleichheit in Europa von etwa 1400 bis 1900 relativ permanent ansteigt. Das können Sie jetzt hier an der Skala sehen. Das ist der Vermögensanteil der oberen 10% am Gesamtvermögen. Und Sie sehen halt, dass der ab etwa 1400 bis dann 1900 relativ permanent ansteigt. Und Ähnliches würde sich für die Top 1% abbilden. Also die oberen Teile der Gesellschaft ziehen einen immer größeren Teil des Vermögens an sich. Wir können jetzt hier vor dem 19. Jahrhundert eigentlich nur über Vermögen reden, weil die Steuern sind vor allen Dingen über Vermögen. Deswegen haben wir hauptsächlich Daten über Vermögen. Und das Vermögen wird immer stärker konzentriert, aber eine ähnliche Entwicklung, soweit wir das bisher abschätzen können, lässt sich auch durchaus fürs Einkommen zeigen. Diese Wirkung der Steuern als sehr ungleiche Wirkung, die die Ungleichheit verschärfen, wird den Leuten aber zunehmend bewusster und sie wird insbesondere in den Städten bewusst, weil in den meisten Städten ist es halt so, dass die Lebensmittel von außen angeliefert werden und an den Stadttoren werden dann Steuern auf diese Lebensmittel aufgeschlagen und dadurch werden sie erheblich teurer. Frankreich im 18. Jahrhundert permanent in Kriegen und hoch verschuldet und um diese Kriege dann weiter finanzieren zu können oder die Schulden abbauen, werden die indirekten Steuern immer weiter erhoben. Das führt dann letztendlich zur Französischen Revolution. Wir kennen immer den Sturm auf die Bastille am 14. Juli. Der eigentliche Anfang der Französischen Revolution sind aber Steuerrevolten. Nämlich schon 3 Tage vor dem Sturm auf die Bastille stürmen viele Bürger von Paris am 11. Juli die Steuer- und Zollhäuser an den Stadtmauern. Und die werden sozusagen von der Bevölkerung dann überfallen und abgebrannt und Steuerlisten verbrannt und versucht halt darüber Lebensmittel dann günstig in die Stadt zu kriegen. Also das ist
ein Stück weit der Beginn der Französischen Revolution. Und in der Französischen Revolution wird dann auch permanent weiter über diese Steuern geredet. Und die Forderung ist halt die Abschaffung aller indirekten Steuern, also alle Steuern auf Lebensmittel sollen abgeschafft werden, um der Bevölkerung das Leben leichter zu machen. Die Steuerprivilegien für Adel und Kirche sollen abgeschafft werden. Und stattdessen soll ein System der direkten proportionalen Steuern entstehen. Das passiert dann auch. Genau das, was hier gesagt wird, wird von den Revolutionären umgesetzt in den Jahren 1790, 91. Und es entsteht ein System mit vier direkten proportionalen Steuern, von dem das Wichtigste die Bodensteuer ist. Also es ist auch eine Vermögensteuer. Also je nach Größe des Landbesitzes und Fruchtbarkeit des Landbesitzes muss man halt Steuern zahlen. Und das dann aber nach einem relativ gleichen Satz. Also die Idee der Revolutionäre ist eine proportionale Steuer. Jeder soll ungefähr einen gleichen Anteil seines Vermögens zahlen. Ähnlich auch schon die Ideen von Adam Smith als dem wichtigsten Vordenker des Kapitalismus, sagt man heutzutage, damals der Nationalökonomie. Der sagt auch, die Steuern sollen gerecht sein, in seiner Sinnweise proportional. Sie sollen sicher sein, man soll lange wissen, was man zahlen muss. Sie sollen bequem zu erheben sein und effizient sein, heißt, die Kosten der Erhebung sollen nicht höher sein als das, was es einbringt. Also das sind seine Steuerprinzipien. Und wie gesagt, wir wissen, zu dem Zeitpunkt sind es halt fast alles Vermögensteuer, deswegen wissen wir nur was über Vermögensungleichheit, sehr wenig über Einkommensungleichheit, sondern am ehesten weiß man dann noch als andere Skala der Ungleichheit, die für das 18. Jahrhundert eine Rolle spielt, sind halt Lohnungleichheiten. Aber so wirklich ein Gesamteinkommen, da wissen wir sehr wenig drüber. In der Französischen Revolution, die Revolutionäre führen ja auch viele Kriege, auch sehr teuer, und sie sind nicht in der Lage, diese Kriege mit den direkten Steuern, die sie nun erheben, zu finanzieren. Deswegen führt Napoleon die indirekten Steuern wieder ein. Und in fast allen europäischen Ländern wächst die Bedeutung der indirekten Steuern weiter an. Das ist nicht sozusagen unbedingt so ein Wille der Politik, sondern das passiert quasi automatisch. Denn wir haben es nun mit der industriellen Revolution zu tun und das Wirtschaftswachstum nimmt deutlich zu. Und mit dem Wirtschaftswachstum steigen die indirekten Steuern quasi automatisch an. Also umso mehr produziert wird, umso mehr wird auch konsumiert und umso mehr indirekte Steuern werden eingenommen. Das Problem ist, dass das mit den direkten Steuern nicht passiert, sondern die direkten Steuern sind auf dem Bodenbesitz und der bleibt konstant. Der verändert sich erstmal nicht, der nimmt eigentlich schon zu, aber man misst es nicht. Sondern um das zu machen, muss man ein Kataster machen. Und das ist sehr aufwendig, irgendwie das gesamte Land zu katastieren. Das macht man alle 15 bis 20 Jahre. Dann nehmen auch die direkten Steuern zu, aber in der Zwischenzeit wachsen die direkten Steuern nicht mit. Also das ist das Prinzip und führt dazu, dass die indirekten Steuern auch im 19. Jahrhundert permanent zunehmen und das Steuersystem dadurch dann auch wieder eigentlich die soziale Ungleichheit verschärft. Das gerät nun nochmal stärker als noch während der Französischen Revolution ab 1848 und mit dem Aufstieg der Parteien und Gewerkschaften der Arbeiterklasse zu. Es gibt ein zunehmendes Wissen über die soziale Ungleichheit und wir haben natürlich in ganz vielen Städten da eine relativ katastrophale Situation in den Arbeitervierteln, die auch zunehmend von bürgerlichen Politikern wahrgenommen werden. Und mit der Revolution von 1848 gibt es auch gleichzeitig eine steigende Angst vor einer Revolution, die aus diesem Elend entstehen könnte und darüber dann zunehmende Reformüberlegungen. In der Arbeiterbewegung spielt die Steuerpolitik tatsächlich eine relativ wichtige Rolle als Frage der Ungleichheit. Und wenn Sie an das Kommunistische Manifest von Marx und Engels gucken, dann steht dort 1848 an zweiter Stelle der Forderung eine starke Progressivsteuer als Teil einer der ersten Schritte hin zu einer Arbeiterrevolution. Noch 1853 schreibt Marx, from progressive taxation you tumble directly into a very trenchant sort of socialism. Also von der progressiven Besteuerung durch direkte Steuern stolpern wir hin zu einer ersten rudimentären Form des Sozialismus. Also das ist das Verständnis vom frühen Marx und Engels. Also dass Steuern tatsächlich, wenn sie sehr kräftig sind und sich vor allen Dingen auf direkte Steuern, so eine Art Sozialismus bringen können.
Das verändert sich dann beim späten Marx. Im Kapital können wir davon nichts mehr lesen, sondern hier versteht er Steuern dann eher als Teil von Ausbeutung und Kapitalismus. Vor allen Dingen mit dem Schwerpunkt auf die indirekten Steuern sagt er eigentlich, dass die indirekten Steuern zu sowas wie der frühen Kapitalakkumulation im Staat beigetragen haben und der damit dann die Industrialisierung finanziert hat. Also das ist dann das Bild des späten Marx. Und er ist nun sehr eindeutig, Steuern sind eher ein Teil von bürgerlichen Reformideen, aber die bringen jetzt nicht die Revolution. Aber es bleibt erhalten und das bleibt eigentlich für die gesamte Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts in Europa sehr zentral. Es ist besser, direkte Steuern zu erheben als indirekte Steuern, weil indirekte Steuern halt die Ungleichheit verschärfen und dadurch die Arbeiterklasse besonders stark betreffen. Also so die Position in der Arbeiterbewegung. Ferdinand Lassalle, der andere Gründerväter der deutschen Sozialdemokratie, sieht das ganz ähnlich und hält eine flammende Brandrede gegen indirekte Steuern bei einem Prozess vor dem Kammergericht. Wie sieht denn nun die Steuerpolitik bis dato aus? Und das Reich ist ja sozusagen dann auch ein sehr interessantes Gebilde mit verschiedenen Gebietsebenen. Und wie sind die verteilt? Das Reich ist dann 1871 so aufgebaut, dass auf Reichsebene nur die indirekten Steuern und Zölle erhoben werden können. Das heißt, der im Vergleich zu den anderen Parlamenten relativ demokratisch gewählte Reichstag kann eigentlich nur Steuern erhöhen, die die Armen besonders stark treffen. Also wenn man jetzt annehmen würde, die Sozialdemokratie käme im Reich an die Macht, was ja nicht passiert, aber wenn sie es wäre, könnte sie auch nur indirekte Steuern und Zölle erheben, die die Arbeiterklasse relativ schwerer belasten würden. Die Steuern, die sozusagen für Umverteilung eine Möglichkeit hätten, liegen dagegen bei den Bundesstaaten. Also das Recht, direkte Steuern zu erheben, die Einkommensteuer, die Besitzsteuern, das können nur die Bundesstaaten tun. Und da sind die politischen Machtverhältnisse natürlich deutlich andere. Also wir haben in Preußen das Dreiklassenwahlrecht, wo ganz klar ist, dass die besitzende Klasse die Vorherrschaft der Stimmen hat. Also das Herrenhaus wird sehr stark vom Adel dominiert, andere Klassen dann halt vom Besitzbürgertum. Und ähnlich sieht das in anderen Staaten aus. Ein wichtiger Unterschied ist noch, dass zwischen Süddeutschland und Nord- und Mitteldeutschland. In Süddeutschland ist das System sehr viel stärker am französischen System der Bodensteuer und sowas wie Fenstersteuern orientiert, während Nord- und Mitteldeutschland sich stärker an England orientieren und England gibt es schon als eines der ersten Länder halt länger die Einkommensteuer. Also da wird schon stärker darauf hingearbeitet, tatsächlich Einkommen zu besteuern. Als dritte Gebietsebene gibt es dann noch die Gemeindesteuern. Die werden zumeist durch Zuschläge auf direkte Steuern erhoben, also auf der Einkommensteuer erheben die Gemeinden noch einen Zuschlag und machen darüber dann sozusagen die Einkommensteuer noch wichtiger eigentlich. Daneben gibt es noch so ein kleines eigenes Abgabesystem, aber das ist halt nicht so zentral. Wichtig für das Verständnis ist noch, im Kaiserreich, also im 19. Jahrhundert, setzt sich in Deutschland dann zunehmend der Steuerzensus durch. Das heißt, vorher durfte man wählen, wenn man Boden besaß, also die Bodenbesitzqualifikation, oder wenn man zu einem Stand gehörte. Das waren die beiden zentralen Kategorien des Wahlrechts. Das wird nun zunehmend abgelöst durch ein Steuerwahlrecht. Das heißt, derjenige, der direkte Steuern zahlt, also der eine Bodenbesitzsteuer oder eine Vermögensteuer zahlt, in einer gewissen Höhe, der darf wählen und wird halt zu einer dieser drei Wahlkategorien im Dreiklassenwahlrecht zugeordnet. Das heißt, wie viel Steuern ich zahle, sagt auch etwas darüber aus, wie viel meine Stimme wert ist, also wie viel Macht meine Stimme hat. Das ist eine wichtige Veränderung, weil sie nun halt vom ständischen Prinzip abgeht. Das Wahlrecht ist dem Individuum zugeordnet, nicht mehr seine Standeszugehörigkeit und es zählt die Leistung des Individuums für den Staat. Also wenn ich viel Vermögen habe oder viel Einkommen habe, dann habe ich auch mehr Wahlrecht. Also es ist eine deutliche Veränderung. Von daher sind Steuerreformen aufs Engste mit Wahlrecht und Demokratie verknüpft. Und für Preußen und jetzt bestimmte Phasen des Dreiklassenwahlrechts haben wir jetzt aber noch die besondere Situation. Also wenn ich das Steuerpolitik gerechter mache, wenn ich das System progressiver mache, dann führt das dazu, dass die Spitzenverdiener mehr Steuern zahlen, aber dann auch mehr Stimmrecht haben.
Also das ist sozusagen ein bisschen eine paradoxe Situation. Umso gerechter ich das Steuersystem mache, umso ungerechter wird das Wahlsystem. Da wird dann versucht, mit ein paar Sachen manchmal gegenzusteuern, aber das ist erstmal das Grundprinzip, wie dieses System funktioniert. Bismarck, Finanzpolitik, also Bismarck, muss ich hier nicht erzählen, ist sozusagen Großgrundbesitzer und Konservativer. Und die frühen Großagrarier haben sehr stark jede Form von direkten Steuern eigentlich abgelehnt und wollten halt die Staatsfinanzierung eigentlich nur durch indirekte Steuern und Zölle, deswegen die auch zentral im Reich. Und Bismarck hat halt die Idee der sparsamen Haushaltsführung. Das spielt auch eine ganz wichtige Rolle. Also es geht eigentlich darum, möglichst wenig auszugeben. Das sind so die Prinzipien seiner Finanzpolitik. Als dann 1871 das Reich gegründet wird, ist Bismarcks zentrale Idee eigentlich erstmal ein Tabakmonopol zu errichten. Also er will, dass der Staat ein Monopol über den Tabakvertrieb hat und den Tabakverkauf und darüber halt eigentlich den Staat finanzieren. Das scheitert durchgängig am Widerstand der Liberalen, die halt kein Staatsmonopol wollen. Und deswegen, das zieht sich über die 70er Jahre hin, ständiger Konflikt. Deswegen mit der Gründerkrise nimmt dann die Krise ja der Wirtschaft auch zu und dann auch die Krise der Landwirtschaft. Und deswegen kommt es dann letztendlich zu einem Turnaround und Bismarck verzichtet auf das Tabakmonopol und schmiedet stattdessen ein Bündnis mit den Konservativen und dem katholischen Zentrum, was er zuvor relativ stark abgelehnt hat, und geht nun vom Tabakmonopol auf die Zollerhöhung. Es ist das sozusagen das Ende der liberalen Ära des Freihandels und führt halt zum sogenannten Bündnis von Roggen und Eisen. Also die Hauptgewinner dieser Zollpolitik sind in Deutschland die Landwirte, die halt darüber dann höhere Preise für ihre Getreideerträge nehmen können, und die Stahlindustrie, die halt durch die französische Konkurrenz auch sehr stark unter Preisdruck stand und nun auch höhere sozusagen Erträge machen kann. Auf der Verliererseite dann bei den Wirtschaftsunternehmen sind dann eher Chemie- und Elektroindustrie, die aufstrebenden neuen Industrien, die halt sehr viel stärker als irgendwie die französische Konkurrenz sind oder sowas. Und in Frankreich werden dann halt dafür zum Gegenteil dann eher Zölle auf Elektro- und Chemieprodukte aus Deutschland genommen. Also das ist sozusagen so ein bisschen die Konstellation innerhalb der Industrie. Gibt es da dann über diese Fragen der Zollpolitik relativ starke Konflikte. Die Folge ist halt, dass sich der deutsche Zentralstaat dann erstmal eine Zeit lang sehr stark über Zölle finanziert. Und Zölle haben vom Prinzip her eine sehr ähnliche Wirkung wie indirekte Steuern. Sie verteuern halt vor allen Dingen die Lebensmittel, also die Getreide für die einfache Bevölkerung und halt einen Teil der Stahlprodukte. Aber das ist sozusagen dann erstmal der Schwerpunkt der Finanzierung im Reich, passiert dann erstmal bis 1891 sehr stark über diese Zunahme der Zölle. Neben dem gibt es dann halt immer wieder den Aufstieg der Sozialdemokratie. Bismarck verbietet die Sozialdemokratie, kriegt sie damit aber nicht klein. Und es wird dann auch in der Finanzindustrie eigentlich darüber debattiert, wie können wir der Sozialdemokratie das Wasser abgraben. Also das ist schon das zentrale Ziel. Wir wollen eigentlich unser Königtum und unser politisches System erhalten. Aber wenn wir die soziale Ungleichheit immer weiter ausdehnen lassen, dann droht die Revolution oder die Stimmenzunahme der Sozialdemokratie. Von daher müssen wir da was unternehmen. Und was sollen wir da unternehmen? Die deutsche Finanzwissenschaft ist Ende des 19. Jahrhunderts weltweit führend. Und das sind die beiden Köpfe, Lorenz von Stein und Adolf Wagner. Stein in Wien und Wagner in Berlin. Zu denen kommen tatsächlich Leute aus den USA, aus Japan. Sie gelten halt weltweit als führend, weil sie sich halt ein Stück weit von der klassischen liberalen Finanzwissenschaft verabschieden, alles möglichst wenig, sondern eine sehr viel stärkere Rolle des Staates fordern und ein stärkeres Eingreifen des Staates auch, um soziale Ungleichheit zu verringern. Es geht zwischen den beiden in ihrem Streit dann eher darum, wie stark darf man eingreifen und wo sollte man eingreifen. Der Verhaltenere von beiden ist Lorenz von Stein, der halt eher versucht,
sozusagen Grenzen der Umverteilung zu setzen. Also das ist, seine Position ist eine Reaktion auf einen ersten Text von Wagner, wo er sagt, Wagner geht zu weit. Ich ziehe da jetzt Grenzen ein. Er sagt halt, das Erste, Steuern dürfen Einkommen nur so weit verringern, dass die Kapitalbildung nicht bedroht wird. Das wäre eine absolute Grenze. Und er sagt, da die unteren Klassen kein Kapital haben, sollten sie nicht über Steuern gegen Kapital entscheiden dürfen. Also sozusagen eine Begrenzung des Stimmrechts oder zumindest der Zuständigkeit hier. Und das Dritte ist, die Staatsausgaben sind jetzt schon so hoch, sie sollten nicht weiter steigen. Also das ist die Position von Stein. Und dagegen, also hatte Wagner schon was anderes geschrieben und dann reagiert er aber auf Stein nochmal und betont das nochmal sehr viel deutlicher. Er sagt erstens, eine Begrenzung der Staatsziele und Staatsausgaben ist historisch kaum begründbar. Sie sind seit vielen Jahrhunderten eigentlich permanent gewachsen und mit der Zunahme der Industrialisierung gibt es keinen Grund, das jetzt hier auf dieses Niveau beschränken zu wollen, sondern Wagner hat eigentlich das Gesetz der wachsenden Staatsausgaben. Er geht davon aus, dass das mit dem Verlauf der Geschichte weiter wachsen wird. Zweitens glaubt er nicht, dass die Vertreter der Lohnarbeiterklasse, wenn die an sie Macht kamen, auf dem Besteuerungsgebiet die Grundlagen der Volkswirtschaft aufs Spiel setzen würden, sondern also er glaubte an die Reformfähigkeit der Sozialdemokratie und deren Anpassungsfähigkeit auch an die Grundsätze des Kapitalismus. Und der dritte Punkt, den er halt sehr ausführlich macht, und ich zitiere ihn jetzt hier, jede ernste Sozialreform, muss ich sagen, es gibt nicht nur zu wenig Einkommen und Besitz unten, sondern auch zu viel und zu inkorrekt erworbenes Eigentum und Besitz oben. Auch dieses Verhältnis gilt es präventiv und repressiv, letztes besondere durch Verstaatlichung, Expropriation, Entwährung und Besteuerung sozialreformatisch entgegenzutreten. Das war damals eine sehr ungewöhnliche Position. Also wir haben ja damals die Kathedersozialisten, die sich alle sehr darum bemühten, das Elend der unteren Klassen zu bekämpfen. Aber also das umzudrehen, zu sagen, wir haben oben auch zu viel, das ist eigentlich eine sehr ungewöhnliche Position. Das sagen eigentlich nicht viele Sozialreformatoren, dass wir das dann auch mit Verstaatlichung oder mit Steuern halt bekämpfen müssen. Für einen bürgerlichen Finanzwissenschaftler war das zu dem Zeitpunkt noch eine ungewöhnliche Position, aber es setzt sich diese Position zunehmend durch in den nächsten 10 bis 15 Jahren, dass man sagt, jawohl, wir können nicht nur versuchen, unten irgendwie die Not zu lindern, sondern man muss dann auch oben was wegnehmen, um das zu finanzieren. Das ist eine Position in den 1880er Jahren noch ungewöhnlich, in den 1890er Jahren beginnt sich das deutlich durchzusetzen, auch international. Und Deutschland ist hier ein absoluter Vorreiter mit progressiven Steuern international. Also die Leute, die aus Japan in den USA kommen, setzen dort sehr viel später die progressiven Steuern durch. Und da ist Wagner tatsächlich ein wichtiger Bezugspunkt. Wagner Schlussfolgerung nochmal. Zwei Dinge seien notwendig. Ich zitiere, unbedingte Aufrechterhaltung der staatlichen Autorität, demnach eine hierfür entsprechende Repressivpolitik. Also er unterstützt sozusagen Bismarcks Sozialistengesetze und die Unterdrückung der Parteien der Arbeiterbewegung hält er für zentral. Dann aber auch andererseits offene Anerkennung der tiefen Schäden der wirtschaftlichen Verhältnisse, besonders der unteren Klassen. Er sah dabei wenig Grund zum Pessimismus, denn, und hier zitiere ich ihn wieder, in beiderlei Hinsicht ist die Politik des Deutschen Reiches so verfahren. Also er fand eigentlich, dass die Politik des Deutschen Kaiserreichs und auch Preußens hier schon vieles richtig gemacht hätte aus seiner Sicht. Wie gesagt, mit Bismarck war aber eine umfassende Reform der direkten Steuern nicht möglich, da er ein sehr starkes Fokus auf die indirekten Steuern hatte. Das verändert sich dann erst nach Bismarcks Abtritt, kommt dann Johannes Miquel als Verfechter, also als Nationalliberaler, der aber das Bündnis Nationalliberale und Konservative bevorzugt, als Finanzminister in Preußen sozusagen an die Regierung und in den Auftrag, eine Steuerreform durchzuführen. Er ist sehr stark von Adolf Wagner, den ich ja eben vorgestellt habe, beeinflusst. Sein erster Vorschlag in Preußen ist halt, jetzt eine progressive Einkommensteuer einzuführen. Der Spitzensatz soll bei 3% sein, der Eingangssteuersatz bei 0,5%. Und als zweites soll eine Erbschaftssteuer eingeführt werden. Das setzt sich aber in Preußen, insbesondere im Herrenhaus, nicht durch,
weil die Adligen zu dem Zeitpunkt eine Erbschaftssteuer grundlegend ablehnen. Also, weil das ist sozusagen die Gefährdung des Landbesitzes. Land ist bei weitem nicht so ertragreich wie die Industrie. Und wenn wir das Land in der Familie weitergeben wollen und das mit einer Erbschaftssteuer belasten, dann gerät das gesamte familiäre Modell des Adels eigentlich noch stärker in die Krise, als es schon ist. Deswegen lehnen die eine Erbschaftssteuer unbedingt ab und sagen aber, okay, dafür, dass wir die Erbschaftssteuer ablehnen, erhöhen wir den Spitzensteuersatz auf 4%. Das ist, glaube ich, aus adliger Sicht dann keine schlechte Lösung, weil tatsächlich bis dahin eigentlich der Adel im Vergleich zur Industrie mehr Steuern gezahlt hat, weil halt der Schwerpunkt der Besteuerung noch sehr stark auf Bodensteuern lag. Und mit der Einkommensteuer verschiebt sich das nun. Die Einkommensteuer belastet sehr viel stärker das industrielle Bürgertum, wo die Einkommen auch sehr viel deutlicher nachweisbar sind. Also beim Landbesitz und Landgewinne kann man sehr viel besser als unter den Steuern tarnen oder sagen, ich habe gar nicht so viel Gewinn gemacht. Das ist bei der Industrie mit sehr viel mehr Rechnungswesen deutlich schwieriger. Also von daher kommt es dadurch zu einer gewissen Umverteilung vom Land als Steuerbelastung hin zum Stadt und von Industrie und Landwirtschaft. Ich zeige Ihnen jetzt nur mal kurz, wie sieht das denn jetzt aus? Also 1891 wird diese progressive Steuer eingeführt. Und Sie können jetzt sehen, das sind sozusagen nach dem damaligen, so hat man die Klassen damals unterschieden, die untere Klasse, unbemittelte Klasse unter 900 Mark, da zahlte man keine Steuern. Einkommensteuern bis 900 war sozusagen, das war steuerfrei. Und dann sehen Sie hier, die untere Mittelklasse macht 22% aller Einwohner aus, zahlt aber schon 30% aller Steuern. Also es ist sozusagen, die unteren 75% werden von der Einkommensteuer sehr bevorteilt, während die anderen halt deutlich mehr zahlen. Und jetzt die reiche Klasse, die machen nur 0,02% der Bevölkerung aus, zahlen aber 13,7% dieser Einkommensteuer schon. Also das hat sozusagen schon eine Wirkung, die man hier auch feststellen kann. Ähnliches kann man dann auch beim Vermögen sehen. Die unbemittelte Klasse hat halt ein sehr geringes Vermögen. Also das Einkommen im Jahr sind ungefähr 520 Mark pro Kopf und das Gesamtvermögen dieser unteren Klasse liegt etwa in dieser Höhe eines Jahreseinkommens. Hier unten natürlich bei der reichen Klasse schon deutlich mehr. Da ist das Vermögen ist natürlich noch mal ungleicher verteilt als die Einkommen. Pierre Roussin-Vallon, der große französische Historiker mit seinem sehr großen Buch Die Gesellschaft der Gleichen, sagt, dass es über jetzt diese langfristige Agitation der Arbeiterbewegung, aber auch der Feststellung der sozialbürgerlichen Reformer dazu kommt, dass es jetzt langsam zu einer Umverteilungsrevolution in den führenden kapitalistischen Staaten kommt. Und er sagt, es sind drei Elemente, die dafür wesentlich sind, dass sich jetzt bis dahin diese Zunahme der Ungleichheit, die ja von 1400 bis 1900 zu konstatieren ist, dass sich das nun dreht. Und er sagt, dafür sind drei Elemente zentral. Das erste ist die progressive direkte Steuer, insbesondere die Einkommensteuer, die ich Ihnen jetzt hier am Beispiel Preußens erklärt habe. Das zweite ist der Aufbau sozialer Sicherungssysteme und dafür ist Bismarck natürlich von zentraler Bedeutung für Deutschland. Und der dritte Punkt ist die Anerkennung der kollektiven Vertretungsrechte der Gewerkschaften. Also das heißt, bis dahin war es verboten, kollektiv mit Arbeitgebern zu verhandeln, sondern jeder Arbeiter musste einzeln mit seinem Arbeitgeber verhandeln und hatte darüber meistens nicht so gute Möglichkeit, seine Lohnerhöhung durchzusetzen. Und mit der Anerkennung der Kollektivvertretungsrechte der Gewerkschaften haben wir einen deutlichen Lohnzuwachs dann danach zu konstatieren. Da sagt Roussin-Vallon, das ist halt das dritte Element dieser Umverteilungsrevolution, was die ständige Zunahme der Ungleichheit in Europa jetzt abändert. Oder also zumindest den Beginn dafür darstellen. Und Sie sehen hier tatsächlich, dass für die Einkommen der progressiven Einkommensteuer die großen deutschen Staaten eine wichtige Rolle spielen. Ich sagte Ihnen schon, in England gab es eigentlich die erste dauerhafte Einkommensteuer, schon Anfang des 19. Jahrhunderts eingeführt und dann ab den 1830er, 40er Jahren verstetigt. Aber die war proportional, also alle zahlten den gleichen Satz. Und eine progressive Einkommensteuer, also mit steigenden Satz, für Preußen hatte ich Ihnen ja gesagt, 0,5% als Eingangssatz und dann bis 4% hoch,
da sind tatsächlich Sachsen und Preußen im europäischen Maßstab wichtige Vorreiter. In den Niederlanden dann erst 1892 eingeführt, Großbritannien folgt 1909, die USA und Frankreich dann vor allen Dingen im Rahmen des Krieges, als die Aufrüstungskosten schon so hoch sind, dass man sich dann auch zu diesem Übergang entschließt. Diese Einführung der Einkommensteuer ist sozusagen nicht nur in umverteilungspolitischer Hinsicht als Realauswirkung wichtig, sondern sie verändert auch unser Wissen über Ungleichheit. Also wie ich schon gesagt habe, bis dahin weiß man eigentlich nur was über Vermögensungleichheit. Jetzt wird aber zunehmend die Einkommensungleichheit zum zentralen Maßstab der Ungleichheit. Und das wissen wir nur über diese Steuerergebnisse. Die Daten der einzelnen Steuerbürger sind natürlich streng geheim. Also da weiß man nichts drüber, sondern es werden erstmal hochaggregierte Daten veröffentlicht. Aber in den frühen Jahren in Preußen oder auch in den anderen Bundesstaaten ist es so, dass die Steuersätze in sehr kleinen Schritten ansteigen. Und auch in den oberen Klassen gibt es dann Steuerschritte von 200.000 zu 220.000 Mark. Das führt dazu, dass in den jeweiligen Gemeinden in den oberen Steuersätzen oft nur ein oder zwei Leute in den oberen Klassen jeweils drinne sind. Und darüber kann man dann sehr genau rausfinden, wer in einem Kreis wie viel Geld besitzt. Also was ist das Einkommen und das Vermögen, kann man darüber rausfinden. Und das macht dann ein findiger Ministerialbeamter, der der Sozialdemokratie zugetan ist, Rudolf Martin. Der macht sozusagen den ersten großen Reichtumsreport Deutschland, bis heute eigentlich der einzige, indem er halt diese Daten aus den Steuerstatistiken nutzt und darüber dann das Jahrbuch des Vermögens und Einkommens der Millionäre in Preußen publiziert. Eigentlich der bis heute umfassendste deutsche Reichtumsreport. Er macht das später noch für ganz viele andere deutsche Staaten. Also er hat fast alle deutschen Staaten letztendlich dann erfasst. Als er das, um Werbung für sich zu machen, verschickt er schon an mehrere Reiche dann die Vorankündigung des Buches. Das führt dazu, dass dann einige Reiche sich beim preußischen Innenminister beschweren. Der lässt das Buch beschlagnahmen und will Martin halt anklagen, weil er Zugriff auf geheime Steuerdaten hatte. Glaubt er. Aber Martin kann dann nachweisen, nein, das habe ich auf offiziellen Statistiken einfach nur übertragen. Daraufhin kann man ihn nicht mehr anklagen und das Buch wird publiziert und Martin publiziert dann halt dieses Buch über alle deutsche Bundesstaaten. Wie gesagt, bis heute der beste bundesdeutsche Reichtumsreport. Wenn Sie sich für Reichtum um 1900 interessieren, eine wundervolle Quelle. Führt dann aber dazu, dass die Statistiken geändert werden. Also die Steuerklassen oben werden dann sehr viel kleiner gemacht und man sieht jetzt nur noch, okay, die reichsten 1000 zahlen halt insgesamt so und so viel Steuern. Also seitdem wissen wir über Steuerdaten dann sehr viel weniger über Reichtum, weil man hört dann auf damit. Hat man gesehen, okay, das führt dazu, das wollen wir nicht. Wir wollen das Steuergeheimnis auch für die Reichen. Deswegen machen wir eine große Klasse für die Reichen und dann kann man das nicht mehr nachvollziehen, wie viel welcher Reiche dann an Steuern zahlt und wie viel Vermögen er etwa hat. Im Reich nimmt dann der Streit um die Steuern deutlich zu. Das liegt daran, dass Deutschland, wie viele der anderen Städte, deutlich aufrüsten. Das ist sehr teuer und führt dann sehr dazu, dass es Streit unter den Parteien um diese Aufrüstung gibt und wie sie finanziert werden. Weil die Kosten so hoch sind und das Parlament, wie halt auch die Regierung und die Bundesstaaten diese Aufrüstung wollen, kommt es dann dazu, dass halt diese Aufteilung indirekte und direkte Steuern zwischen Bundesstaaten und Reich nicht mehr aufhaltbar sind. Das führt dazu, ab 1906 wird dann eine Reichserbschaftssteuer durchgesetzt, halt die Verantwortung für die Erbschaftssteuer wird von den Bundesstaaten ans Reich gegeben und damit hat nun das Reich das erste Mal eine direkte Steuer, über das es bestimmen kann. 1913 gibt es dann den Wehrbeitrag, eine einmalige Vermögens- und Einkommensteuer für das Reich. Und für das parlamentarische System zentral 1913 gibt es dann eine Vermögenszuwachssteuer, um den Krieg oder die Aufrüstung zu finanzieren. Und das ist das erste und ich glaube auch das einzige Gesetz,
was die liberalen Parteien und das Zentrum zusammen mit der SPD verabschieden, gegen den geschlossenen Widerstand aller konservativen Parteien. Ist das einzige Mal, dass das sozusagen vor dem Krieg 1914 passiert. Am Beispiel dieser Vermögenszuwachssteuer, die dann dauerhaft eingeführt wird. Sie sehen hier dann auch nochmal, dass auf Seiten der Bundesstaaten dann auch tatsächlich die Bedeutung der Einkommensteuer nun deutlich zunimmt. Zuerst halt vor allen Dingen in den Nord- und mitteldeutschen Staaten, setzt sich das dann aber auch zunehmend in den süddeutschen Staaten durch. Der Vorteil der Einkommensteuer gegenüber jetzt den Bodensteuern ist, durch die progressive Gestaltung wächst die noch stärker als das Wirtschaftswachstum. Also das dreht sich jetzt das Verhältnis mit den direkten und indirekten Steuern um. Weil wenn man Wirtschaftswachstum hat, dann wachsen auch die Einkommen. Und dadurch, dass man mit wachsenden Einkommen in höhere Steuerstufen rückt, wächst das Steuergewinn noch stärker als das Wirtschaftswachstum bei den direkten Steuern. Durch dieses Aufrücken, das nennt man die kalte Progression, genau. Und diese Wirkung gibt es dann auch schon in Ansätzen im Kaiserreich. Also dass die direkten Steuern nehmen dadurch automatisch jetzt an Bedeutung gegenüber den indirekten Steuern zu, was vorher halt genau andersrum war. Also das Steuersystem wird mit Wirtschaftswachstum nun automatisch eigentlich progressiver. Hans-Ulrich Wähler hatte lange gesagt, und es gibt es in Teilen der Sozialhistoriker immer noch die Behauptung, das deutsche Kaiserreich wäre besonders ungleich gewesen. Wenn man, und das sagt man dann mal unter auch für die Steuerpolitik, wenn wir uns das angucken, dann lässt sich das eigentlich so nicht mehr halten. Also zumindest die besten Berechnungen, die wir aktuell haben, würden das anders sehen. Also da sehen Sie, dass in Preußen die Steuerlast für die untersten Klassen bei 6,1 liegt und für die Höchstverdiener bei 12,5. Also die Steuerlast verdoppelt sich etwa für die Spitzenverdiener. Das ist aus heutiger Sicht jetzt noch keine so wahnsinnige Unterschied. Aber wenn Sie nach England gucken, sehen Sie hier, in England zahlen die unteren Klassen 5,6% Steuer und die obersten 4,8. Also da ist noch weit weniger parasitiert, liegt daran, dass die Einkommensteuer halt proportional ist und es halt indirekte Steuern gibt, die die Ungleichheit in der Tendenz verschärfen. Mitunter hebt das die Erbschaftssteuer so ein bisschen auf, aber Sie sehen, das deutsche, also das preußische Steuersystem ist zu dem Zeitpunkt 1903 eigentlich ein egalisierenderes als das englische Steuersystem. Auch wenn wir uns den Gini-Index angucken, dann spricht eigentlich vieles dafür, dass Preußen zu dem Zeitpunkt eigentlich eher eine geringere soziale Ungleichheit als der Durchschnitt der europäischen Länder, also als beispielsweise Frankreich, Niederlande, Großbritannien. Also die Forschung spricht dafür. Wir haben es hier mit einer sehr hohen Ungenauigkeit zu tun, weil die Steuerhinterziehung sehr groß ist. Also wir können die Steuerhinterziehung nicht wirklich einschätzen. Die ist von Land zu Land sehr unterschiedlich, aber in Preußen sind die Schätzungen, dass die Steuerhinterziehung von 10-50% geht. Man schätzt, dass das in England ein bisschen weniger ist, weil das Steuersystem länger eingeführt ist, aber so wirklich wissen kann man das nicht. Von daher muss man immer sagen, diese Daten sind so mit einer gewissen Vorsicht zu betrachten. Das ist halt das, was wir anhand der Daten sagen können. Aber es gibt halt immer gewisse Ungenauigkeiten, die man auch wahrscheinlich nie ganz wird eruieren können. Auch wenn wir jetzt auf den Anteil der Spitzenverdiener am Gesamteinkommen schauen, also hier beispielsweise die Top 10%, sehen wir, dass das in Frankreich oder den Niederlanden der Anteil der Spitzenverdiener deutlich höher ist jetzt als in Deutschland. Also das, was wir bis jetzt haben, spricht jedenfalls nicht dafür, dass jetzt irgendwie Preußen oder Deutschland im europäischen Vergleich besonders sozial ungleich gewesen wäre. Eher das Gegenteil. Also das Zwischenfazit, es ist keine besonders im europäischen Vergleich besonders ungleiche Gesellschaft und das Steuersystem ist um die Jahrhundertwende in der Tendenz progressiver als in vielen anderen Staaten. Und die deutschen Staaten sind halt ein gewisser Trendsetter bei dieser progressiven Einkommensteuer. Kann man fragen, warum gerade irgendwie jetzt eher monarchisch und sehr konservativ ausgerichtete Staaten wie Preußen oder Sachsen? Da würde ich sagen, dass es da halt das Prinzip ist, dass man lieber die soziale Staatsbürgerschaft gewährleistet, also ein gewisses soziale Gleichheit akzeptiert, aber nicht bereit ist, die politische Staatsbürgerschaft zu gewähren. Also das Dreiklassenwahlrecht, an dem wird eisern festgehalten. Das ist sozusagen nicht zur Diskussion. In England könnte man sagen, es ist eher andersrum. Da ist man bereit, die politischen Zugeständnisse zu machen und das Soziale kommt dann etwas später.
Ich zeige Ihnen das jetzt aber, im Weltkrieg ändert sich das dann dramatisch. Da kommt es nun gerade in den USA und Großbritannien zu deutlichen Steuererhebungen. Also dadurch, dass das Wahlrecht dort inzwischen sehr viel breiter aufgestellt ist, kommt es jetzt zu großen politischen Veränderungen. Also wir haben es bis zum Ersten Weltkrieg, ist der höchste Spitzensteuersatz, den ich irgendwo gefunden habe, 8%. Das verändert sich nun dramatisch. In den USA geht der Spitzensteuersatz von 7% auf 77% hoch. In Großbritannien von 8% auf 42%. Auch bei Erbschaftssteuer ist es nicht ganz so dramatisch, aber in den USA immerhin von 0% auf 25%. Der Spitzensteuersatz der Erbschaftssteuer in Großbritannien von 15% auf 20%. Das führt dazu, dass in den USA und Großbritannien es im Ersten Weltkrieg erstmals zu einer deutlichen Verringerung der sozialen Ungleichheit kommt. In Deutschland und Frankreich passiert das nicht, weil diese Steuerveränderungen dort nicht in gleicher Weise vorkommen. In Deutschland wird der Krieg vor allen Dingen über Kriegsanleihen finanziert und nicht so sehr über Steuerpolitik. Also ein dicker Anstieg direkter Steuern findet bis 1917 nicht statt. Und erst im letzten Jahr des Krieges kommt es dann zu einem deutlichen Anstieg direkter Steuern, aber halt vor allen Dingen zu jährlich eingeführten Kriegssondersteuern. In Deutschland hauptsächlich der Widerstand konservativer Kreise, der das verhindert. In Frankreich eher der wirtschaftliche Liberalismus. Das führt dazu, dass bis 1917 die Ungleichheit in Deutschland weiter ansteigt und in Frankreich auch eine vergleichsweise geringe Reduktion stattfindet. Also Sie sehen das hier jetzt für Deutschland. Wenn wir uns den Anteil der Top 10% gucken von 1913, 38,5, da geht er bis 1917 auf 42% hoch. Und dann erst im letzten Jahr durch deutlichere Kriegssteuern geht das dann halt wieder runter. Und noch dramatischer ist es hier bei den Top 1%. Durch die hohen Rüstungsgewinne nimmt hier das tatsächlich ein deutlicher Anstieg der Gewinne der Top 1%. Die dann auch erst hier wieder leicht abnehmen. Und dafür spielen diese Kriegssteuern halt eine tatsächlich zentrale Rolle. Und hier die, also der Anteil der 1% nimmt halt in Deutschland eine Tendenz zu und dagegen in den USA und Großbritannien halt ab. Dieser deutliche Anstieg der Spitzensteuersätze in den USA und Großbritannien und nach dem Krieg dann auch bald in Frankreich und Deutschland, das sage ich Ihnen gleich noch, führt dann auch zu einem neuen Phänomen, was bis dahin relativ unwichtig war, das wir aber heute noch sehr gut kennen, dem Aufstieg der Steueroasen. Das hatte bis dahin eine relativ geringe Rolle, weil die Sätze halt so gering waren. Wenn man 4% Einkommensteuer zahlt, dann machte irgendwie Steuerhinterziehung noch nicht so richtig Sinn. Bei 77% oder 25% wird es deutlich interessanter. Und es stehen die drei großen Steueroasen in Europa. Die Schweiz ist sozusagen der zentrale Fluchthafen für individuellen Einkommen und Vermögen und die Niederlande und London eher für Konzernvermögen. Also, dass man dann Tochtergesellschaften in den Niederlanden oder London errichtet, beginnt dann zu diesem Zeitpunkt. Nur noch ganz kurz als letzter kleiner Ausblick. In Deutschland nimmt man sich dann schon, also im Krieg wird schon viel diskutiert und Liberale und SPD sagen immer, wir müssen auf die USA und Großbritannien gucken und dann eine Steuerpolitik wie die machen. Mit der Weimarer Koalition kommen die dann auch an die Macht. Und in Deutschland ist natürlich nach dem Ersten Weltkrieg die Staatsverschuldung extrem hoch und durch die Belastung des Versailler Vertrages ist der Druck natürlich noch mal höher. Und das verändert nun das gesamte Finanzsystem Deutschland. Bis dahin lag die Zentralmacht noch immer sehr weitgehend bei den Bundesstaaten. Es gab kein einheitliches Finanzministerium, sondern es gab nur die Länderfinanzministerien. Das ändert sich jetzt halt vollkommen. Es wird das Reichsfinanzministerium gegründet und die Steuergesetze werden weitgehend vom Reichsfinanzminister vorbereitet. Also die Steuergesetzgebungshoheit geht nun komplett an das Reich über. Und wir haben nun eine deutliche Erhöhung der Einkommensteuerspitzensätze von 10% auf 60% in Deutschland. Und der Anstieg der Erbschaftssteuerspitzensatzes für direkte Angehörige geht plötzlich von 0% auf 70% hoch. Das hält aber nur ein Jahr, wird schon irgendwie ein Jahr später auf 15% wieder reduziert. Aber das sozusagen das, was die Weimarer Koalition am Anfang sozusagen damit vorhatte. Also,
das kurze Fazit, wir haben es mit so einem Beginn einer Gleichheitsrevolution zu tun und das wird dann insbesondere sichtbar mit diesen Spitzensteuersätzen im Ersten Weltkrieg. Also wir haben es nach über 400 Jahren Zunahme von Ungleichheit in Europa, beginnt halt mit dem Ersten Weltkrieg und der Zeit danach erstmals diese Ungleichheit abzunehmen und das hält dann bis in die 1970er, 1980er Jahre an, wo es dann wieder zu einer gewissen Wende kommt, wie Sie ja am ersten Graphen so ein bisschen sehen konnten. Da können wir dann auch gerne noch mehr drüber diskutieren, aber ich wäre jetzt hier erstmal an mein Ende angelangt. Vielen Dank. Applaus